Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum dritten Teil meiner Trilogie über Schutzimpfungen aus der Praxis für die Praxis. In diesem Teil, in diesem Video soll es darum gehen, was kann ich aus meiner Sprechstundenerfahrung darüber berichten, was Eltern umtreibt, wo Eltern Sorge haben im Umgang mit diesem Thema, was Gründe für Ablehnung sind. Und fangen wir an. Der Hauptgrund, den Eltern vorgeben, warum sie mit den Impfungen Schwierigkeiten haben, ist, sie haben einfach Angst, das Kind zu überfordern. Insbesondere, weil man so früh damit anfängt. Die Empfehlungen sind eindeutig ab Beginn des dritten Monats, also wenn das Kind 2 Monate alt ist, soll mit den Impfungen begonnen werden. Und da tun sich viele Eltern schwer, diesem jungen Alter zuzustimmen, dass ein Kind geimpft wird. Sie haben Angst, dass das Immunsystem des Kindes noch nicht reif dafür sei. Jetzt ist es so, dass Angst und Fakten eben 2 verschiedene Dinge sind. Ich verstehe diese Sorge. Da ist so ein kleines Menschenkind und es soll schon geimpft werden. Nur, man muss wissen und bedenken, dieses kleine Menschenkind ist auf dieser Welt. Und auf dieser Welt gibt es entsprechende Gefahren. Und wenn ich mein Kind auf diese Gefahren hin vorbereiten und schützen möchte, dann muss ich das zu dem Zeitpunkt tun, wo es am sinnvollsten ist. Und am sinnvollsten ist es dann, zu tun, wenn es auf der einen Seite vertretbar ist, aus medizinischer Sicht, und auf der anderen Seite aber auch sinnvoll ist. Heißt, ich möchte es dann geschützt haben, wenn es den Schutz braucht. Und deshalb der Beginn um diese Zeit. Wenn man es später beginnt, dann tritt eben der Schutz auch später ein. Aber das ist dann die persönliche Entscheidung von den Eltern. Der zweite Grund, über den Eltern sich Sorgen machen, das sind die Beistoffe in diesen Impfstoffen. Also sprich das Quecksilber oder das Aluminium, die Hydroxid, was in den Impfstoffen drin sein soll. Quecksilber, das Thiomersal, das war früher in den alten Impfstoffen Bestandteil. Man hat das in den modernen Impfstoffen entfernt, ist also nicht mehr drin. Diese Sorge ist unbegründet. Aluminiumhydroxid ist in manchen Impfstoffen noch drin, allerdings in einer Dosierung, die unproblematisch ist. Man muss einfach bedenken, dass unser Leben belastet ist mit Dingen, die nicht so toll sind. Dazu gehört das Aluminiumhydroxid. Das ist nicht nur in Impfstoffen drin, das ist in vielen anderen Dingen, mit denen wir täglich zu tun haben, auch drin. Mit dem Aluminiumhydroxid ist es wie mit allem anderen auch. Es macht die Dosis das Gift und wir sind davon überzeugt, dass die Menge nicht schädlich ist. Es gibt noch einen Grund, warum Eltern sehr skeptisch sind mit den Impfungen. Und dieser Grund macht mich persönlich sehr betrübt. Das ist der, dass man uns Ärzten, also auch mir, unterstellt, ich wäre ein Knecht der Pharma-Lobby oder ich würde davon bezahlt werden und ich würde daran verdienen, dass ich Impfstoffe verabreiche. Das beleidigt mich persönlich. Das ist so, wie wenn Sie einem Bäcker vorwerfen, er würde absichtlich giftiges Brot backen. Ja, also das ist in meinen Augen unter der Gürtellinie und dürfte eigentlich nicht wirklich ein Argument sein. Ich als Arzt versuche, das Beste für Ihr Kind und für Sie zu tun und lasse mich nicht kaufen. Und ich denke, ich spreche für die meisten meiner Kollegen. Ein seltener, aber auch ein nicht zu vernachlässigender Grund ist ein religiöser Grund, dass Eltern aus religiösen Gründen Impfungen ablehnen. So etwa nach dem Sinne, der liebe Gott hat uns das Baby geschenkt und wenn er will, dass das Baby uns weiterhin erhalten bleibt, dann schützt es dieses Kind vor entsprechenden Gefahren und Infektionen und deshalb brauchen wir Impfungen nicht. Ich gebe zu, das gibt's zwar selten, aber es gibt es auch. Und da kann ich als Arzt oder auch aus medizinischen Gründen dem nichts entgegenhalten. Ich habe jetzt die wichtigsten Punkte, mit denen ich in der Sprechstunde bezüglich Probleme mit Impfstoffen zu tun habe, erklärt.
Sie können ja bei den Kommentaren noch weitere hinzufügen und ich werde dann schauen, ob ich in neuen Videos darüber dann noch sprechen möchte. Schutzimpfungen. Ich weiß, dass viele von Ihnen auf ein Video von mir über dieses Thema gewartet haben. Ich werde in mehreren Videos mich diesem Thema widmen. In dem jetzigen geht es mir darum, einen Überblick zu schaffen. Impfen für Anfänger. Tatsächlich ist meine Erfahrung aus der Sprechstunde, dass die meisten Eltern, mit denen ich spreche, Anfänger sind in diesem Bereich. Begrüße ich Sie zum zweiten Teil der Videosequenz über Schutzimpfungen für Anfänger. Ich möchte in diesem Video eingehen auf Lebend-Tot-Impfstoffe, auf Passiv-Aktiv-Impfungen und ich möchte die Wirkungen, das Wirkprinzip von Impfungen erklären, sowie darauf eingehen, warum wir bei Babys so früh mit den Impfungen starten.